Auch, also sie sind abwechselnd die Größen, also mal Xmo, mal 1D. Xmo ist öfter nach Auflagen größer und 1D nach Titeln. Ah ja. Der größte ist Xmo, ne? Der große Verlag. Nach Auflagen ist Xmo der größte Verlag und nach Titeln 1D. Aber manchmal ist Xmo trotzdem. Also ich würde sagen, Xmo ist der größte Verlag. In Russland. In Russland. In Russland. In Russland. Xmo, okay. Ja. Welches Programm haben die beiden? Belletristik und Sachbuch? Also sind es quasi Puppe. Belletristik, bisschen Kinderbücher, bisschen Sachbücher. Also immer noch Sachbücher. Immer mehr so nach Sachbüchern mit der Zeit. Und ich habe noch nicht gesagt, aber vielleicht werden wir darüber noch reden, dass die Buchmesse dieses Jahres einen Schwerpunkt hat, Sachbuch. Ah ja. Wissenschaftlich populäre Literatur. Weil immer mehr Verlage wissenschaftlich populäre Literatur machen. Und was auch interessant ist, in Klammern gesagt, dass aus dem Deutschen ca. 1000 Titel pro Jahr übersetzt wird. Mhm. Und mehr Sachbücher als Belletristik und Kinderbücher. Und kommen die Buchhändler dann hier auch auf die Buchmesse und kaufen richtig ein? Ist das auch die Gelegenheit? Ja, die ganze Zeit. Es ist eine Publikumsmesse. Genau. Es ist eine Publikumsmesse. Und wenn du jetzt sagst... jeden Tag kann man Bücher von den Ständen kaufen. Das ist ja die Gelegenheit, wo alle Verlage beisammen sind und man sich auch eindecken kann. Genau, und zu Verlagspreisen. Das ist auch wichtig. So eine Art Messerabatt. Weil wir keine Preisbindung haben in Russland. Und das ist sehr wichtig. In den Moskauer Buchhandlungen, wo die Miete sehr teuer ist, zum Beispiel Biblioglobus, in den sie heute gehen, und liegt ganz zentral im Zentrum. Und da sind die Mieten wahnsinnig teuer. Deswegen auch die Preise beinhalten diesen Miet müssen. Vielleicht ganz kurz eine Frage noch zum Thema Sachbuch. Ja, was sind denn so vor allem die Themen, die in den Sachbüchern aufgegriffen werden? Das sind sehr oft sehr viel Psychologie, humanitäre Wissenschaften, also Philosophie, Psychologie, Ratgeber, populäre Medizin, Hobby, zum Beispiel wie mache ich mein Haus, basteln und so. Dann was noch, Manager, für Manager, Management, verschiedene Ratgeber für Management, Manager und so. Richtig wissenschaftliche Literatur sehr wenig. Okay, also wirklich der populäre Numismatik vielleicht oder Waffen, habe ich einmal ein Buch gesehen. Okay, so Spezialthemen. Ja, Spezialthemen, genau, Fachliteratur auch. Ja. Gut, also das sind die... da gibt es noch einen Verlag, Asbucher Artikel heißt der. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also, Entschuldigung, wie heißt der Verlag? Asbucher Artikus. Okay. Das ist eine Verlagsgruppe, die ein Oligarch gekauft hat. Okay. Ursprünglich... Welcher Oligarch? Mammut. So heißt der. Weißt du, kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht, Alexander Mammut. Er interessiert sich für Bücher und dachte, dass wenn er einen Verlag kauft, dann wird er alles gut machen und florieren. Und das ist nicht so einfach. Erstens, weil es Xmo und AST gibt. Und zweitens, also ursprünglich waren es drei Verlage, Inostranka, Machaon und Kolibri. Inostranka spezialisierte sich auf Belletristik, Kolibri auf Sachbücher, eher gesellschaftspolitische Titel, Soziales und so. Und Machaon ist ein berühmter Kinderbuchverlag. Sie haben fusiert und danach, diese Verlagsgruppe bekam den Namen Artikus und die hat Mammut gekauft. Ah, ja. Es gab gleichzeitig in St. Petersburg einen sehr guten Verlag Asbucha, der sich auch sehr gut entwickelt und auch sehr schöne Reihen hat und viele berühmte ausländische Autoren kauft Lizenzen. Und dann hat Mammut auch Asbucha gekauft und diese Asbucha Artikus Gruppe gegründet. Ist das die hier? Ja, das ist Asbucher Artikus. Mach ich das gleich mal ins Video. Aber er kam nicht auf die Gewinne, mit denen er gerechnet hat.
Und er hat im Mai dieses Jahres 25% der Aktien an Hachette verkauft. Aber das ist, also das Geschäft ist gerade zustande gekommen, deswegen was daraus wird, werden wir weiterverfolgen können. Ja. Fortsetzung folgt. Genau. Also zum Verlag Corpus wollte ich noch ein paar Worte sagen, der ist da, dieser Verlag ist Corpus. Das ist auch eine interessante Idee. Die Management von Corpus war früher Management von den Astranka bei Asboka Atikos. Mhm. Und dann, als Mahmut das gekauft hat, haben sie befürchtet, dass man Druck haben wird. Ja. Und sie haben ihren eigenen Verlag gegründet, Corpus. Aha. Ah, ja. Okay. Der entwickelt sich auch ganz gut. Ist es denn insgesamt so, dass Oligarchen immer mehr Einfluss haben auf den russischen Buchmarkt? Nein, Mahmut war der Erste. Also es gibt keine Oligarchen, die im Buchbusiness tätig sind. Warum nicht? Lohnt sich nicht? Doch, aber naja, ich glaube, die von Exmo und von ISD, die Inhaber kann man auch schon zu Oligarchen. Ja, okay. Bucholigarchen. Bucholigarchen, ja. Kann man schon sagen. Ja. So, jetzt wollte ich Ihnen diesen Verlagslogo zeigen. Das ist dieser Verlag. Der hier? Slovo heißt der Verlag. Ein sehr guter Verlag, der 1989 gegründet war, als zweiter privater Verlag. Der hat begonnen mit den ausländischen Bestsellern, weil zu diesem Standpunkt war eine große Lücke an ausländischen Bestsellern. Mhm. Und die haben damit angefangen und zivilisiert zu arbeiten begonnen, Lizenzen erworben und so. Jetzt entwickelt sich der Verlag eher in der Richtung Kunst und solche Reihen wie zum Beispiel über die Architektur, die Städte. Es gibt auch eine interessante Reihe, die neulich entstanden ist, ein kulinarisches Buch, aber das ist ein Buch über Milieu, über Atmosphäre der Stadt oder zum Beispiel, wenn es um italienische Küche geht, ja, dann wird über Italien viel erzählt. Also das ist eine sehr interessante Reihe. Also der Verlag ist kreativ und bringt immer neue Reihen auf den Markt. Jetzt hast du Lizenzen auch angesprochen. Woher kommen denn die meisten Lizenzen für russische Bücher? Aus Amerika? Aus englischsprachigen natürlich. Ja, aus dem englischsprachigen Raum. Okay. Mhm. So. Das ist auch ein guter Kinderbuchverlag. Ja, Mischirikov, der macht eine interessante Reihe, heißt Knigges Historie, ein Buch mit einer Geschichte. Entschuldigung, wie heißt der Verlag? Mischeriakov. Okay. Как называется полностью дом? Издательский дом Мещерякова. Also Verlagshaus, Мещеряков Verlagshaus. Okay. Bloß damit wir es auf dem Video haben. Может, он расскажет вам, у нас эксперты, они просто интервьюируют, я им рассказываю, скажу, может, пару слов скажут? Это очень интересный Verlag. Книги с историей, это Bücher, Geschichten, это alte Ausgaben mit alten Illustrationen.